Willkommen zu einer neuen Folge von Date Age. In der Bar mit der Trish im Gespräch. Und es geht direkt da weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Der Sheriff hatte Hinweise über eine ganze Gruppe Überlebende erhalten. Deshalb bittet er dich, den Highway zu besuchen, aber erst nachts. Gut, dann machen wir das doch heute Abend gleich mal. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns mal beim Händler wieder ein bisschen um. Ich könnte ja hier doch gleich mal neue Waren anfordern an der Stelle. Ui, was sehen wir denn da Schönes? Uzi. Dann noch ein Medizinbeutel, ein Medikit. Okay, zwei Medikits und ein 10 Sanitätermunition, genau. Die Frage ist jetzt nur, rentiert sich hier die Uzi? 15 bis 16 Damage. Wie viel macht denn eigentlich meine Glock? 12 bis 13. Gut, ich hätte zumindest genügend Material, aber ich möchte es natürlich auch nicht unnötigerweise zum Fenster rauswerfen. Die Ressourcen. Nee, das lassen wir erstmal. Dem kaufen wir nichts ab. Aber was ich machen kann an der Stelle, ist gleich mal skillen wieder. Eine Schlagkombination aus zwei Treffern mit 70 physischen Schaden. Erhöhter Schaden gegen genommene Gegner. Benötige Aktionspunkte 2. Okay, ich hätte dann 120% mehr Damage gegen gestunte Gegner und das rentiert sich ja auf alle Fälle meines Erachtens, wenn wir den Eliminator geskillt haben. Nehme das gleich mit. Und die restlichen Punkte würde ich ganz gerne hier in Handwerk weiter ausgeben, damit wir dann das nächste Mal, wenn wir den Punkt hier skillen, neue Rezepte freischalten. Schauen wir mal, ob dann da was Brauchbares dabei ist oder nicht. Gut, ausrüstungstechnisch hat sich ja nichts ergeben an der Stelle. Ich könnte höchstens mal den billigen Knüppel hier verkaufen, aber was bringt der eigentlich? Für zwei Material. Ne, lass mal. Für zwei Materialien kann ich ihn aktuell auch noch behalten. Das wäre egal an der Stelle. So, Bill, du mein Lieber, übernimmst wieder den Wachposten für heute Abend. Und die Jennifer könnte höchstens wieder Sanitätermunition herstellen. Aber die brauche ich jetzt dringender, denn wir müssen ja auf Reise gehen. Die neuen Überlebenden werden nachts auf dem Highway zu finden sein. Solltest du andere Orte erkunden wollen, könnte das böse Konsequenzen haben. Okay, gut. Bei Nacht, das heißt, wir gehen hier hin. Und schauen gleich mal, was sich da jetzt so Schönes tut oder nicht Schönes. Ein Highway kann nachts ein gruseliger Ort sein. Vor allem mit den monotonen Gestöhne zahlreicher Untoten. Du sehnst dich jetzt schon danach, das Ziel zu erreichen. Zum Glück ist es nicht allzu weit. Okay, gleich mal ein Dreier-Squad, auf das wir hier stoßen. Bestehend aus angeschlagenem Streuner, Zombie-Cheerleader und gebissener Passant. Gut, ich würde sagen, wir killen auf alle Fälle als allererstes mal den Passant, damit der keinen Schaden mehr anrichten kann. Und als nächstes den Streuner. Soll er hier gleich mal Durchschlag machen und sie hier soll sich um den Passanten kümmern. Ei, alles auf meinen Hauptcharakter. Das gefällt mir nicht. So, empfindlicher Angriff. Die Zombie-Cheerleaderin schalten wir. Ne, wir schalten den Streuner am besten aus. Ah, ging leider nicht. Gut, dann machen wir bei dem Streuner hier weiter Damage. Und sie soll mal mit ihrer Schrotflinte. Ne, soll sie nicht. Lieber mit normalen Angriff. Dem Passanten das Licht ausblasen. Das tat weh. Musste das sein. So, den Streuner töten wir gleich mal. Dass der hier keinen Schaden mehr anrichten kann.
So, immer fester drauf. Und in der Zwischenzeit heile ich meinen Hauptcharakter. Gut, dir blasen wir jetzt das Licht aus. Dann soll der Hank zwischenzeitlich Kampfbereitschaft wirken, sodass ich wieder ungestört meinen Hauptcharakter heilen kann und jetzt killen wir sie auch endgültig. Gut. So, ihr deckt einen Bus, der sich ohne Probleme öffnen lässt. Ein Omnibus ist der ideale Fundort für Snacks, Kleidungsstücke, Waffenstücke oder manchmal sogar Ausrüstung des Busfahrers. Vorsicht vor Plünderern. Verlockend ist es auf alle Fälle. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt, von daher... Ah, war ja klar. Plünderer, auf die wir hier gestoßen sind. Ein Typ mit Pferdemaske und Gasmaske. Gut, dann... Machen wir als allererstes mal den Schrotflintentypen. Ui, was ist jetzt los? Eine Bombe und der will seinen Schuss aufladen. Okay. In zwei Runden geht hier eine Bombe hoch, oder wie? Ne, in drei Runden. Mit 150% Feuerschaden. Uiuiuiuiuiui. Dann auf alle Fälle den Nahkämpfer hier erstmal ausschalten. Nee, ging nicht. Schade. Oh no, der Frontkämpfer geht nicht ganz down. Uiuiui. Aber gut. Der Schaden war überschaubar, den ich da bekommen habe. Viel schlimmer ist die Bombe. Die hier gleich einschlägt. Das tat weh. Das tat sehr weh. So, wisst ihr was? Wir heilen mal wieder. Durchbrechen und dann wie gesagt wieder brav heilen, dass ich da wieder ein bisschen von den Lebenspunkten nach oben komme, aber wenn mir dann natürlich jedes Mal hier eine von Latz ballert, wird es ein bisschen schwierig. So, Ruhe da und ein Softdrink. So, medizinische Hilfe. Den Softdrink soll sie gleich mal trinken. Damit sie auch entsprechend wieder zu Kräften kommt. So, haben wir sonst irgendwas Brauchbares dabei? Schrotflintenmunition. Ich rüste die sicherheitshalber mal aus. Man weiß nie, ob man sie noch brauchen kann. Aber bei strömendem Regen... wird die Feuermunition wahrscheinlich wenig Wirkung haben. So, als allererstes gehen wir die Krankenschwester an. Gut, die wäre erledigt. So, dann den Schlipsträger. Sehr gut. Der schläft erstmal für eine Weile. Und den Passanten... rücken wir jetzt hier in der Zwischenzeit auf die Pelle. Gut. Dann hier durchbrechen. Und du, meine Liebe, flickst mal wieder ihn hier zusammen. Nicht beißen hier. Habe ich auch ein Wörtchen mitzureden.
So, normaler Angriff. Und ich heile nochmal. So, und du gibst ihm den Rest. Sehr gut. Patronenhülsen. So, wir kommen zu einer leer stehenden Raststätte. Vorsichtig bahnt ihr euch den Weg durch das Gebäude und hofft, keine Zombies aufzuwecken. Ihr habt die Chance, Rationen oder Snacks zu finden. Ja, plündern. Auf alle Fälle. Und die Mühe hat sich gelohnt. 4 Nahrung haben wir abgegriffen. Als du endlich zu dem besagten Treffpunkt kommst, ist niemand zu sehen. In der Entfernung siehst du jedoch ein brennendes Licht. Eine Horde hat sich um ein verschlossenes Auto geschart. Sie greifen es an und es droht umzustürzen. Das könnten sie sein, denkst du dir. Die Zombies haben uns den Weg versperrt, doch da müssen wir jetzt durch. Das ist fast ein halbes Dutzend Untote. Das wird ein Gemetzel. Hoffentlich reicht da die Munition. 2 Wellen, die uns da bevorstehen. So, der Passant muss auf alle Fälle als erstes dran glauben. So, einer weniger, der hier Damage macht. Okay, anfeuern hält noch eine Runde. Von daher... schade, ging leider nicht durch. Mann, 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 Wetter ist das heute. Hört ja gar nicht mehr auf zu regnen und zu schütten. Gut, Streuner. Und du machst Durchbrechen bei der Chili drin. Und du, meine Liebe, gibst den Streuner den Rest. Wäh, faules Erbrochenes. So, gut. Hank soll Kampfbereitschaft machen. Und sie müsste sich eigentlich mal selbst heilen. Aber soll jetzt in dem Fall den Hank zusammenflicken. Nochmal erste Hilfe. Und dann wechsle ich nachher die Sanitätermunition. Die Spritzen. So, sehr gut. Welle 2 von 2. Was steht uns da gegenüber? Eine Krankenschwester. Die muss auf alle Fälle gleich mal sterben. Gut. Zumindest deren Healer erstmal ausgenockt. Okay, er war immun, das heißt, ich muss den Passanten ausnocken. Ah, ging leider nicht. Dann konzentrieren wir uns komplett auf ihn hier. So, tot. Bleibt nur noch einer. Im Bunde. Mal schauen, ob ich danach noch eine Welle überstehen muss. Gut. Tot. Techniker-Munition bekommen. Und Hank ist aufgestiegen entsprechend. So, wir gehen ins Ausrüstungsmenü und wechseln hier gleich mal die Spritzen. Legen wir die ab und legen wir wieder
den 10er Stack hier an. So, plündern. Als du endlich den letzten Zombie auf dem Boden liegen siehst, öffnet sich der Wagen. Larissa. Hey, vielen lieben Dank für die Rettung. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch tatsächlich überleben werde. Puh. Ui. Sie umarmt dich überschwänglich und küsst dich freudig auf die Wange. Hey Kleine, wir haben unseren Teil auch dazu beigetragen. Ich hatte noch ein Medikit in der Tasche. Das könnt ihr von mir aus haben. Soll es losgehen? Wo ist euer Camp? Du wirst gleich von unserem Sheriff abgeholt werden. Aber wo sind die anderen? Wir dachten, es handle sich um eine Gruppe. Oh, die. Ja, ja. Nun, die habt ihr gerade erledigt. Gott bewahre. Sie haben sich alle verwandelt? Tut mir wirklich leid, Süße. Verstehe. Wir alle haben grausame Dinge die letzten Tage erlebt. Wenigstens hast du es geschafft. Das hübsche Mädchen umarmt dich wieder und du fühlst dich für einen Moment als Held. Ah. Das geht natürlich runter wie Öl. Du gibst dir eine Decke und sicherst den Bereich vorsichtig ab, um keine Untoten neugierig zu machen. Der Sheriff wird sich um das Mädchen kümmern. Entweder du ziehst jetzt noch weiter oder kehrst um. So, was haben wir denn noch für Gegner im Angebot? Also einmal weitergehen kann ich auf alle Fälle noch, würde ich sagen. Aber zuvor muss hier definitiv das Medikit eingesetzt werden. So schaut es doch schon mal wieder von den Lebenspunkten besser aus. Angriff. Vielleicht ist ja noch das ein oder andere gute Teil dabei, das wir hier finden. So, und du kümmerst dich um den Passanten. Ei. So, den Streuner. Ah, der ist ja immun. Das habe ich schon wieder vergessen. Der ist ja immun. Geblockt. Gut. Doppelkralle. Und spucken. Alles konzentriert sich hier auf die... Healerin. Aber nicht mit uns. Bekommst du zurück. Doppelt und dreifach. Das verspreche ich dir. So, ich könnte ja mal den empfindlichen Angriff hier ausprobieren. Ja, immerhin. 2×20. Auch nicht so verkehrt. Bleibt nur noch einer. Gut, und dich? Wir kommen auf alle Fälle auch so klein, da brauchen wir jetzt keine Fähigkeiten mehr. Sehr schön. Alle drei sind Geschichte und wir sind um 4 Materialien reicher. So, als nächstes steht ein Wellenmodi an. Aber den möchte ich mir ehrlich gesagt nimmer antun. Lieber verschwinde ich erstmal, denn wer weiß, was die zweite Welle hier alles zu bieten hat. Und ab und zu ist auch ein Rückzug nicht verkehrt, um sich wieder neu zu sammeln. Ja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Folge von Dead Edge angekommen. Wie immer danke fürs Zusehen und wenn ihr wissen wollt, wie es an Tag 10 hier bei mir im Camp weitergeht, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Macht's gut, bis dahin, euer Wohead, ciao.